Biennale heißt auch, es finden mehrere Auftritte statt. Und mein Dank geht an die Projektleiter der Sonderausstellung. Es ist keine Reihenfolge, ich fange an. Ladies first, ganz einfach. Ich möchte mich bedanken bei Martha Angern von Tuch in Form in Winterthur, bei Ursula Früh, Präsidentin der Arbeitsgemeinschaft Schweizer Keramik, bei Gerda Müller, Dozentin Textilabteilung Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern, Herrn Emil Manik, Chefredakteur und Geschäftsleiter des Magazins Zeitlupe, und bei Herrn Urs Strehl, Leiter der Abteilung Grafik der Hochschule für Gestaltung und Kunst Luzern. Au début, je disais qu'avec cette biennale, une sœur a vu le jour. Qui dit enfant, dit parent, donc deux. Si je poursuis ce langage sous forme de métaphore, je pourrais dire que Form Forum est le père et le géniteur, mais une part essentielle manque encore. Dass diese Biennale zu solch einem lebendigen Auftritt wachsen konnte, verdanken wir Brigitte und Tino Steinemann. Beide sind bekannte Persönlichkeiten, man kennt sie im Luzerner Kulturleben, auch als Gestalterpaar. Wir können uns nur beglückwünschen, dass wir Ihnen die Organisation hier in Luzern anvertraut haben, denn es ist erstaunlich, wie viele Türen Sie öffnen konnten, wie viele Leute Sie gewinnen konnten, dass es sich lohnt, sich für diese Veranstaltung zu organisieren. Es braucht Hartnäckigkeit, es braucht viel Energie, es braucht vor allen Dingen sehr viel Knochenarbeit. Und ja, wirklich bravo für beide. Nein, komm raus. Sie hält sich im Schatten, obwohl sie auch mal Pause machen kann. Ich bedanke mich aber auch bei Ihren Helferinnen und Helferinnen, denn es waren viele Hände im Spiel. Je souhaite également adresser un merci à mes collègues du Comité de Form Forum Suisse. Ils ont donné le feu vert pour cette nouvelle aventure et nous pouvions compter sur leur soutien dans des moments difficiles. Et un merci tout particulièrement à Thérèse Eberhardt. Où est-ce qu'elle est ? Elle se cache aussi. Elle est là. Alors viens ici, Thérèse, s'il te plaît. Viens. Voilà. Thérèse est notre directrice et même dans des situations de haute voltige, elle a gardé son calme légendaire et en tout temps, nous pouvions compter sur ses compétences. Merci Thérèse. Ein letztes Wort noch an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Biennale. Ich richte mich hier nicht nur an die Ausstellung in der Kornschütte, sondern an alle, die dazu beigetragen haben, dass die Biennale hier in Luzern nicht nur eine Wettbewerbsausstellung, sondern ein großzügiger Biennale-Auftritt geworden ist. Ohne Sie, ohne Ihre Gestaltung, ohne Ihr Engagement wäre unsere eingebrachte Arbeit und Energie vergeblich. Wir danken allen für ihre Teilnahme und unser besonderes Kompliment geht selbstverständlich an alle, die für die Biennale-Ausstellung ausgewählt wurden. Ich möchte nur noch sagen, dass wenn wir unsere Kräfte alle zusammenlegen und miteinander arbeiten, kann so etwas Wunderbares wie die Design-Biennale Luzern 2006 entstehen. Merci à tous, ein herzliches Dank an alle.